Ich habe die traurigste Animation in der ganzen Geschichte gefunden. Kann ein kleines Schweinchen eine Trennung verkraften? Und was passiert, wenn Steve entscheidet, ein Held zu werden? Und hier geht es auch schon los mit dem kleinen Schweinchen, unsere erste Geschichte. Es sieht alles so harmlos aus, alles sieht so super aus und wir sehen, das kleine Schweinchen läuft durch die Gegend, sieht ein paar süße Kühe. Und ich würde sagen, ich gebe dem Schweinchen einfach mal einen Namen. Edgar. Edgar für das Schweinchen. Das ist ein Name. Und, oh mein Gott, was ist denn da? Edgar hat anscheinend ein Mädel gefunden und gibt ihr einfach mal eine Rose. Oh, wie süß. Und Edgar und Edgarin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, sind auf jeden Fall sehr glücklich. Die wälzen sich in Schlamm, schauen Wolken an, wälzen sich noch mehr in Schlamm. Ah, oh, und sogar da haben sie schon Wolken von einem Babyschweinchen. Und wir sehen, der Eisengolem spielt einfach mal mit der Gitarre etwas vor. Na, wenn das nicht süß ist. Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass das süß ist, dann lasst definitiv nochmal jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Sonst habt ihr nämlich kein Herz. So. Und wir sehen, sie sind einfach mal auf einer Kreuzfahrt und da ist Steve. Okay, was macht denn Steve jetzt? Okay, er stört die zwei. So, Weizen. Er hat Weizen, eine Karotte. Oh! Bei der Karotte können sie nicht anders als zu folgen, ne? Ist ja klar. Okay, und sie werden einfach mal vom Schiff entführt. Okay. Und beide sind wie geflasht von der Karotte. Das sieht ja mal so lustig aus. Das kennt man ja von Minecraft. Und das... Ja, Edgar und Edgarin wird einfach mal zum Haus gelockt. Okay. Und jetzt... Oh nein! Zäune! Ah, sie wurden beide nur getrappt. Eine Falle wurde gestellt. Und was ist denn der Plan? Die Sonne geht unter. Und beide stehen anscheinend auf. Oh je, und Steve rennt davon. Was hat Steve vor? Edgar schaut schon gar nicht gut. Und Edgarin? Oh nein. Oh nein, was passiert jetzt dort? Ein obdachloses Schweinchen kommt dazu? Oder ein ungepflegtes Schweinchen kommt dazu? Und sie werden verkuppelt. Oh mein Gott, und Edgar muss zuschauen. Oh nein, Edgar. Der arme Edgar. Was hat Steve getan? Oh nein. Oh nein. Dieses gemeine Schweinchen. Oh nein, die Story fängt ja jetzt schon so schlimm an. Und das... Und unser Schwein Edgar wird jetzt einfach mal weggeführt von einer Leine. Ey, was hat Steve vor? Lass ihn doch in Ruhe. Du kannst doch nicht einfach unseren Steve kann nicht einfach unseren Edgar wegnehmen. Nein. Was ist da an der Wand? Nein, 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 nein. Was ein Monster. Lass Edgar in Ruhe. Nein, Edgar. Edgar, was ist denn hier passiert? Steve ist ein Monster. Wie konnte er das Edgar antun? Freunde, oh Gott. Oh Gott, Edgar fängt an zu weinen und rennt weg. Das war alles nur ein Traum. Das war alles nur ein Traum. Das hat er sich alles nur vorgestellt. Oh Gott. Edgar hat zu viel Angst, dass es ihm genauso ergeht wie in seinem Tagestraum. Oh nein. Und er ist geflüchtet über alle Berge. Und Edgar ist alleine. Irgendwo in der Natur. Wie soll Edgar denn überleben? Freunde... Das ist nicht lustig. Edgar tut mir auf jeden Fall richtig leid. Und da sehen wir schon eine Fledermaus, die herauskommt. Oh, und ganz, ganz viele Fledermäuse kommen noch hinterher. Boah, das ist keine einfache Zeit für Edgar. Edgar muss auf jeden Fall stark bleiben. Oh ja. Wir sehen, Edgar ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, weil er einfach mal von Edgarin getrennt wurde. Und da sehen wir Steve. Steve, das Monster, warum hat er es getan? Edgar war doch noch so jung. Und jetzt ist er irgendwo in der Natur. Getrennt von seiner Freundin Edgarin. Oh Gott. Er guckt da ein bisschen komisch. Oh. Und Edgar ist einfach mal als Bat-Schwein dazu zurückgekommen. Und hat ihn einfach mal gezeigt, wo es entlang geht. Oh mein Gott. Steve wird in eine Mülltonne gezogen.
und hat einfach mal die Zäune kaputt gebrochen. Was eine Story, aber richtig cool. Ich finde auf jeden Fall Edgar hat richtig gehandelt. Okay, irgendwo im Nether soll es auf jeden Fall weitergehen, Freunde. Gerade das hat mich auf jeden Fall schon traurig gemacht, aber es wird anscheinend noch schlimmer. Wir werden es sehen, Freunde, wir werden es sehen. Wir sind im Nether unterwegs und Steve geht durch das Nether-Portal, aber ja, bekommt ein paar Einblicke, die wahrscheinlich nicht so gedacht sind. Wir sehen, die Monster bräunen sich einfach mal und oh mein Gott, irgendwo, er wird einfach von einer Kuh runtergeschubst. Wie kann die Kuh das Steve antun? Und er landet auf einem Ghast. Oh Gott, und der Ghast dreht voll durch. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der fliegt jetzt hier durch und ist in der Oberwelt unterwegs. Schießt ein Schwein ab. Schießt Hühnchen ab. Es kommt McDonald's raus. Was? Und es kommt... Was? Also dieses Ghast ist auf jeden Fall komplett außer Kontrolle geraten. Und... Oh nein, was hat er jetzt abbekommen? Da kommt die Sonne, baut den Mond ab und jetzt ist wieder Tag. Okay, Zombie stirbt. Was? Also sehr, sehr verrückt, was da abgeht. Und wir sehen ein Portal. Also irgendwas ist hier ganz, ganz faul. Und jetzt versucht er, das Nether-Portal anzuzünden. Okay, mit zwei Sticks. Macht ein Feuer neben dem Portal. Nein! Und entzündet den ganzen Wald an und die Häuser auch noch. Oh nein, oh nein. Jetzt aber schnell rein da. Ganz, ganz schnell rein da. Weil wenn das die ganzen... Er wirft sich selbst mit dem Stick ab. Und dann war aber das Nether-Portal an. Und er wird angegriffen von einem Skelett. Hä? Oh nein, er wird immer wieder angegriffen von einem Zombie ist das, oder? Oh, er geht in den Game-Mode Creative. Weil er schon... so oft gestorben ist, Freunde. Okay, jetzt macht er ernst. Und er gibt sich, was gibt er sich? Einen Eimer mit Fischen? So oft? Oh Gott, okay. Er hat den Zombie das wohl jetzt heimgezahlt und ihn mit Fischen voll gefüllt. Okay, und das hier ist jetzt der Nether. Soul Sand Nether Fortress, also eine Höllenfestung. Und er hat eine Wither angefasst. Du kannst nicht einfach einen Wither anfassen. Was macht er jetzt? Er schnappt sich einen Husk und tötet einfach mal alle Wither-Skelette damit. Oh nein, 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 nein. Er hat einen Wither-Storm beschwört. Oh nein, was macht er denn da? Ist er verrückt geworden? Hellfreezer? Hä? Ach, er macht sich Lederrüstung, er nimmt einfach das Leder... Ah, nee, er hat sich so einen Sattel gemacht, ne? Ah, auch nicht schlecht. So, und jetzt sabbert er auf das Monster drauf. Und wir sehen, es stirbt einfach, okay, weil Wasser. Okay, er bekommt jetzt hier Goldrüstung. Oh nein, 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 nein. Das kann er doch nicht im Nether machen, dass er da Goldrüstung mit am Start hat. Jetzt hat er auf jeden Fall einige Probleme an der Backe. Und oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Anscheinend. Oh, fliegt er jetzt in Lava rein. Oh, wie sieht er denn aus? Einfach. Hä? Und er wird gerettet? Von wem das denn? Von Alex. Oh Gott. Da haben sich zwei gefunden. Steve und Alex. Oh. Und Alex wird einfach mal von einem Magma Cube getötet. Nein! Ja, da kann man nur anfangen zu weinen, Freunde. Oh nein, oh nein. Wir sehen, oh Gott. Steve wird einfach mal irgendwo über den Nether geschleudert. Okay. Was? Jetzt ist Steve gestorben. Also, die Story hier ist ganz kurios. Wird anscheinend gefunden von einem Panda. Ist das ein Panda? Er ist gestrandet wieder am Meer von Minecraft. Aber wie geht's weiter? Ein Panda findet ihn. Wird dir dieser Panda ihm helfen? Ach krass, er baut einfach mal ein Dschungeldorf auf, oder was? Mit dem Panda? Werden jetzt der Panda und Steve beste Freunde? Da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt. Was macht er jetzt? Er macht die Shader aus. Oh, nee, mach Shader an.
Mach wieder Shader an. Das ist ja richtig schlimm. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, er wurde auf jeden Fall von Pillagern einfach mal angegriffen. Oh Gott, und was macht er jetzt? Er baut sie zu? Oh, und er macht den Pillager-Outpost einfach mal kaputt. Mit einem Stein. Und er fliegt in eine Mine rein. Oh Gott, wohin fällt er denn rein? Er spuckt in einen Eimer und macht einen Water-MLG und fliegt daneben. Er fliegt daneben. Warum? Es war doch so, es gab nur eine Mission. Ah, Silberfische. Aua, 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 aua. Nee, 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 nee. Das sieht auf jeden Fall ganz und gar nicht gut aus. Und ein Enderman ist hinter ihm. Oh Gott, er nimmt die Augen vom Enderman und packt sie einfach mal in ein Endportal rein. WTF? Was passiert da, Freunde? Oh nein. Oh Gott, und ein Enderman ist... Oh, die werden jetzt hier alle nacheinander angegriffen. Und er sieht den Enderdrachen zum ersten Mal. Oh Gott, Freunde, das sieht echt brutal aus. Oh. Hä? Und er wird mit einem Bett abgeworfen, auch nicht schlecht. Und er... Oh nein, und einer nach dem anderen, dieser Türme, wird kaputt gemacht. Er hat den Enderdrachen besiegt und er guckt so süß. Mit seinen funkelnden Augen, nein. Er darf ihn nicht töten. Oh nein, das ist voll traurig. Bitte nicht töten. Oh, und er hat ihn schon gebraten. Er macht einfach ein Enderdrachen-Ei. Oh nein, das war's mit dem Enderdrachen, Freunde. So wie voll traurig, aber okay, das war's. Der Enderdrache wollte ihn auch töten, ne? Von dem her. Leute, vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonniert den Kanal für mehr. Viele von euch haben noch nicht abonniert. Bis dann. Ciao.